Drehscheibe Lausitz. Der Wochenrückblick. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Fans aus der Mitte der Lausitz. Ich bin Ronny Eckert, Spieler der ersten Mannschaft des LAV Hoyerswerda. Wir würden uns freuen, euch am 13. Oktober um 17.30 Uhr bei uns in der Halle zu begrüßen. Unser nächster Gegner ist der HC Einheit Halle. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. Versorgungsbetriebe, die machen das. Die Servicemesse der Genossenschaft Lebensräume, Samstag, 13. Oktober am und im Geschäftshaus in der Niederkirchner Straße in Hoyerswerda. Ab 13 Uhr erwartet Sie ein bunter Familiennachmittag mit Informationen der Servicepartner und vielen Aktionen. Zum Beispiel Vorstellung der Lebensräume Dienstleistungs GmbH, Modenschau des Nachbarschaftshilfevereins mit Evelyn Grafmoden, Vorschläge zum altersgerechten Badumbau, Obst-, Gemüse- und Pflanzenmarkt, Neugier-Express für Steppkes mit Kreativ- und Bastelstraße sowie Hüpfburg, Messecafé zum Entspannen. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit den Servicepartnern. Der Eintritt ist natürlich frei. Es lädt ein, Ihre Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Hallo Daniel, schau mal hier hoch. Du hast heute Besuch von deiner Mutter. Siehst du mich? Du weißt ja, wie das mit den Müttern so ist. Die machen sich ja immer viele Sorgen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um deine Zukunft. Kauf jetzt ein paar Dosen Haarspray weniger und dann wirst du nachher ganz gut was auf der Kante haben. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Wochenrückblick. Wir sind heute hier im Fortort aus Kischnick in Hoyerswerda im Industriegelände und es geht uns neben den wichtigsten Informationen der vergangenen Woche auch um die Spritsparrallye 2012, die ja hier im Autohaus im Gange ist. Und da werden wir alles Wichtige jetzt erfahren von Clemens Steiche, dem Verkaufsleiter. Herr Steiche, noch bis zum 15. Oktober kann man sich anmelden hier bei Ihnen. Was ist denn eigentlich die Spritsparrallye 2012? Ja, unser Spritsparrallye ist ein Wettbewerb, wo es darum geht, wer am günstigsten mit dem neuen Ford Focus 1,0 EcoBoost fahren kann. Es geht also um den niedrigsten Spritverbrauch und wir sind sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Mehr erfahren wir gleich, liebe Zuschauer. Wir schauen uns jetzt unseren ersten Kurznachrichtenblock an und da geht es unter anderem um die interkulturelle Woche. Zum Spielhaustreff in Hoyerswerda waren am Mittwoch Bewohner des Asylbewerberheims Kamenz eingeladen. Gemeinsam ist dort ein Nachmittag lang getobt, gelacht und jede Menge gespielt worden. Bereits zwei Tage zuvor besuchten die Steppkes aus Hoyerswerda in Begleitung von Sozialarbeitern die Einrichtung in Kamenz, um erste Kontakte mit den Kindern aus den verschiedensten Ländern zu knüpfen. Der christliche Verein junger Menschen organisierte zum ersten Mal ein Treffen in dieser Form und das offenbar mit großem Erfolg. Die Sanierungsarbeiten am Unternehmenssitz der städtischen Wirtschaftsbetriebe in der Bautzner Allee gehen planmäßig voran. An der Giebelseite sind mittlerweile die Fensteröffnungen herausgefräst worden. Blockweise werden die Wände herausgenommen, denn immerhin mehr als 200 Kilogramm bringt solch ein Teil auf die Waage. An der Vorderfront sind die defekten Teile der Dämmung abgetragen worden und sollen in der kommenden Woche ersetzt werden. Ende November soll das Gerüst fallen und sich das Haus in neuen Farben präsentieren. Voraussichtlich Mitte November wird mit den Sanierungsarbeiten am Bernsdorfer Schmelzteich begonnen. Das Wasser ist bereits abgelassen und die Fische herausgenommen worden. In einem ersten Schritt wird ein neuer Ablauf gebaut und später der nicht ganz unproblematische Schlamm des Gewässers in Spezialtextilien verpackt. Diese sogenannten Geotubes sollen im Anschluss an der Uferböschung zur Straße des 8. Mai sowie an der Insel des Teiches verbaut werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 200.000 Euro.
Zur 9. Ausbildungsmesse hat am Freitag die Schüleragentur Hoyerswerda geladen. Im Saal der Ostsächsischen Sparkasse Dresden präsentierten sich zahlreiche Firmen, um interessierte Schüler über Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und Perspektiven zu informieren. Die vielfältige Auswahl an Berufsbildern, vom Friseur über den Krankenpfleger bis hin zum Energieelektroniker, lockte viele Jugendliche an. Der alljährliche Tag der Heimat ist am Freitag im Forumsaal der Lausitzhalle Hoyerswerda feierlich begangen worden. Unter dem Motto Erbe erhalten, Zukunft gestalten erinnerten zahlreiche Gäste an das Leben der Vertriebenen nach dem Krieg, das vor allem durch das Gefühl der Heimatlosigkeit gekennzeichnet war. Nach der Festrede hat die traditionelle Kranzniederlegung auf der Kriegsgräberstätte in Naard stattgefunden. Herr Steiche, gehen wir weiter ins Detail. Wie kann ich denn mitmachen bei der Spritsparrallye 2012? Nun, seit reichlich 4 Wochen läuft bereits die Anmeldephase. Wir haben jetzt noch eine gute Woche Zeit. Wer mitmachen möchte, braucht eigentlich nur zu uns ins Autohaus kommen, macht eine kurze Proberunde mit dem Ford Focus, füllt ein Anmeldeformular aus und schon ist er für die Rallye angemeldet. Also es ist ganz einfach, und warum Sie mit dabei sein sollten, das sagen wir Ihnen gleich, liebe Zuschauer. Zuvor schauen wir in die Königsbrücker Ausbildungsstätte. Über mehr als 60 Jahre Erfahrung hat man in der Königsbrücker Ausbildungsstätte für Berufe in den Branchen Metall, Holz, Elektro und Kunststoff. Sachsenweit einzigartig ist nach eigenen Angaben die Technikausstattung, an der die Lehrlinge direkt vor Ort ausgebildet werden. Praxisorientiertes Lernen, um den optimalen Start ins Berufsleben zu bekommen, so der Anspruch der Einrichtung, die übrigens auch noch für das bereits laufende Lehrjahr einige Plätze frei hat. Kompetente Ausbildung zur Zukunftssicherung. Dafür steht die seit bereits 1949 bestehende Ausbildungsstätte in Königsbrück. Rund 50% aller Lehrlinge lassen sich hier zum sogenannten Blechbearbeiter, also Konstruktionsmechaniker, ausbilden. Durch das Vorhandensein von Laser- und Wasserstrahlschneider sowie CNC-Abkanter ist sie die einzige Ausbildungsstätte in Sachsen, die über eine solche praxisorientierte Ausbildung mit kompletter Ausstattung an einem Standort verfügt. Wer für über 200 Firmen hier in der Region ausbildet, die damit zu tun haben und die hauptsächlich damit ihr Geld verdienen, da können sie natürlich dann nicht alte Technik hinstellen. Deswegen haben wir gesagt, wir modernisieren. Das haben wir in den letzten Jahren wieder einmal getan. Und die Unternehmen, die wir hier bedienen, sind also regionale Unternehmen, die in dieser Richtung ausbilden. Und die signalisieren uns, wir brauchen Fachkräfte gerade in dieser Richtung. Beim CNC-Abkanten ist vor allem dreidimensionales Denken entscheidend, um am Ende auch die entsprechende Form zu erhalten. Maschinenprogrammierung und Fehlererkennung sind beim Arbeiten mit den Schneidegeräten von Belangen. Besonders die Funktion des Wasserstrahlschneiders beeindruckt. Beim Wasserstrahlschneiden nutzen wir hier einen Wasserdruck von 4000 Bar. Wir können sowohl mit reinem Wasserstrahl schneiden, das heißt also einfache Werkstoffe wie Kunststoffe oder Schaumstoffe werden damit geschnitten, oder wir schneiden mit einem sogenannten Abrasivmittel. Was jeder kennt, auf einer Schleifscheibe hat man Schleifstaub, das nennt man also Korundstaub, und der wird zugemischt, und dann können wir natürlich auch Stahl schneiden oder Granit bis 5-6 cm Stärke. Die moderne Mac-Computertechnik erleichtert das zwei- und dreidimensionale Konstruieren, was zusammen mit den anderen fortschrittlichen Verfahren natürlich auch Lernbegeisterung bei den Azubis auslöst. Also wir haben hier eine Lasermaschine zum Schneiden, eine Wasserstrahlmaschine. Wir haben verschiedene Fräsmaschinen, ein großes Sortiment an Bohrmaschinen, also falls auch mehrere Lehrlinge gleichzeitig arbeiten müssen. Also die Technik ist schon rundum in Ordnung. Mit genau dieser Technik werden dann praktische Stahlgefäße oder Platten, zum Beispiel für Bäckereien und Küchen, hergestellt. So wie es sich für eine produktive Ausbildungsstätte gehört. Wer etwas spät dran ist mit der Bewerbung, ein Einstieg in die Lehre bei der Königsbrücker Ausbildungsstätte ist auch im Oktober noch möglich, je nach mitgebrachten persönlichen Voraussetzungen. Wir wissen, was die Spritsparrallye 2012 ist. Wir wissen, wie man sich anmelden kann. Wir wissen noch nicht, was es zu gewinnen gibt, Herr Steiche. Der Hauptpreis ist 500 Euro, allerdings nicht für sich privat, für jemand selbst, sondern man sucht sich als Wettbewerber jemanden aus, dem man diese 500 Euro oder diesen Gewinn zukommen lassen will. Das kann eine öffentliche Einrichtung sein. Wir hatten zum Beispiel schon Anmeldungen von Fahrern, die für eine Kita fahren wollen, oder auch für einen Verein, von sozialen Vereinen bis hin zum Hundesport hatten wir bis jetzt alles dabei.
und man kann somit auch mit dem Gewinn etwas Gutes bewirken. Also da kann man bei Ihnen eine Menge abfischen. Abfischen ist das Thema, liebe Zuschauer. Immer um diese Zeit beginnt ja das große Abfischen in den zahlreichen Teichen unserer Region. Wir haben uns in Deutsch-Baselitz umgesehen. Dort gab es am Großteich das große Spektakel. Jeder dritte Karpfen, der in Deutschland auf den Tisch kommt, stammt aus Sachsen. Die Fische werden im Sommer in den Teichen gefüttert und gepflegt. Im Herbst wird abgefischt und sortiert. Ab etwa 3 Pfund geht es den Tieren sozusagen an die Schuppen. Alles, was kleiner ist, überwintert bis zum nächsten Mal. Ehrlich gesagt können wir eigentlich zufrieden sein, aber richtig zufrieden ist da bestimmt keiner. Dieses Jahr war eigentlich das Wetter nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Es gab doch Kapriolen, es war mal zu nass, dann war es wieder zu trocken, dann war es zu warm, dann war es wieder zu kalt. Letztendlich, wenn man dann ein Jahresende zusammenrechnet, ist es wieder ein Durchschnittsjahr. Durchschnittsjahr in Sachsen heißt, etwa 2000 Tonnen Fisch werden geerntet. Davon sicherlich nur ein Bruchteil in Deutsch-Baselitz, aber das tat dem Besucherandrang zum Schaufischen keinen Abbruch. Vor allem die Jüngsten waren mit Freude dabei und die würden die Fischwirte gern auch noch in ein paar Jahren sehen. Man merkt wirklich, es werden weniger junge Leute. Und die Fischerei, die war schon immer ein bisschen knapp bemessen gewesen mit Lehrlingen. Und zurzeit ist es wirklich Engpass. Bereits seit Jahren ärgern sich die Fischwirte über den Kormoran, der in Sachsen unter Naturschutz steht. Etwa 500 Gramm vertilgt allein der Vogel täglich. Dazu kommen die Schäden am Besatz. Nun gibt es noch ein weiteres Problem, die aktuellen Getreidepreise. Naja, wenn man überlegt, wir haben vor 2-3 Jahren für einen Doppelzentner 12 Euro bezahlt. Und jetzt sind wir mittlerweile schon 23, 24 Euro. Und schwer ist es einfach, diesen Preis umzulegen auf den Fisch. Weil wir haben den Nachteil in unserem Gebiet, dass hier relativ viele Fischereien sind. Und da ist ein bestimmter Preisdruck auch da. Jeder will ja seine Ware loswerden. Und sobald wir jetzt anfangen würden und den Karpfenpreis in, ich sage einfach 50 Cent höher zu nehmen, dann würden sie sagen, na, dann gehen wir mal ins Nachbardorf, da kriegen wir ein Bill hier. Am Mittwoch gingen die Fische der Teichwirtschaft ohne Probleme über den Ladentisch. Frischer ging es ja auch kaum. Aus dem Wasser, küchenfertig in den Beutel. Bleibt nur zu befürchten, dass der eine oder andere Steppke nach dem Streicheln den Karpfen dann gar nicht mehr so recht mit Kartoffeln und Butter genießen wollte. Genau wie das Abfischen ist auch die Spritsparrallye 2012 hier im Fort Otto's Kischnick noch in vollem Gange, liebe Zuschauer. Sie können sich noch anmelden bis zum 15. Oktober und können, wenn Sie gewinnen, Gutes tun, vielleicht für die Kita Ihres Steppkes oder für Ihren Fußballverein. Ganz egal, Sie bestimmen das ja selbst. Herr Steiche, es gibt ja auch Neues aus dem Fort Otto's. Ja. So sich die Spritsparrallye ja mit dem sparsamsten Ford Focus Benzinmotor beschäftigt, haben wir im Moment auch den leistungsstärksten Ford Focus Benzinmotor jetzt bei uns im Autohaus zu besichtigen. Und für alle die, die sich schon vormerken wollen, unser Herbstfest am 3.11., da wird es dann das neue Modell, den Ford B-Max geben, der hier in Hoyerswerda schon reges Interesse gezeigt hat. Ja, und wenn Sie da mitmachen wollen bei der Spritsparrallye, man kann sich auch telefonisch anmelden. Unter welcher Nummer muss das geschehen oder kann das geschehen? 03571 für Hoyerswerda, 48 29 11. Also es ist ganz einfach. Liebe Zuschauer, wir haben unseren nächsten Splitterblock und da schauen wir in die Lausitzhalle zum Tourstart von Luca Henny. Der Sieger der diesjährigen Staffel von Deutschland sucht den Superstar Luca Henny startete am Montagabend in Hoyerswerda seine 2-monatige Konzerttournee. Vor dem Auftritt überraschten Pietro Lombardi und Sarah Engels die Gäste, um Luca die Daumen für seine Tour zu drücken. Der 17-jährige gebürtige Schweizer präsentierte in der Lausitzhalle mit seiner Band in der 90-minütigen Show eigene Songs und gecoverte Titel unter anderem von Polarkreis 18 oder Silbermond. Nach Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz endet die Tour von Luca Henny am 20. November in Dresden. Bei den Sanierungsarbeiten im Bernsdorfer Rathaus ist man auf Hinweise zur Geschichte des Gebäudes gestoßen. Putzreste, die an der äußeren Fassade, aber auch im Innenbereich gefunden wurden, lassen darauf schließen, dass der Originalbau deutlich kleiner war.
Die verarbeiteten Ziegel deuten zudem darauf hin, dass es sich um eine Fachwerkkonstruktion handelte, die später ersetzt und aufgestockt wurde. Holzproben sollen jetzt von Experten begutachtet werden, um das eventuelle Alter bestimmen zu können. Übrigens, am 23. Oktober können sich Interessierte im Haus selbst umschauen. Ab 17 Uhr wird zu einer Führung eingeladen. Wie wohnt und lebt es sich in der Residenz Westlausitz in Kamenz? Einen Eindruck davon verschaffen konnte man sich am Samstag beim Tag der offenen Tür in der Nebelschützer Straße. Daneben gab es für die vielen Besucher der Lessingstadt zahlreiche Vorträge, Mitmachprogramme und Informationen rund um die Themen Gesundheit, Ernährung und das Sein im Herbst des Lebens. Am 2. Oktober 1992 übernahm die Arbeiterwohlfahrt die Kita Spielparadies in Hoyerswerda. Dieses Jubiläum wurde am Dienstag natürlich gefeiert. Die Steppkes konnten im Übungsparcours, der von der Verkehrswacht bereitgestellt worden war, Roller fahren oder Verkehrspuzzle lösen. Großes Interesse weckte auch die Hüpfburg, die die Lebensräume Hoyerswerda als Partner der Einrichtung gesponsert hatte. Mittags standen die Mädchen und Jungen dann Schlange, um die leckeren Bratwürste zu genießen. Und das war dann schon unser Wochenrückblick, liebe Zuschauer. Also, wenn Sie Gutes tun wollen für Ihren Verein, für die Kita Ihres Steppkes, dann einfach mitmachen bei der Spritsparallee 2012. Ganz einfach anmelden hier im Fort Outdoors Kischnick und wir beide drücken Ihnen die Daumen. Versorgungsbetriebe Hoyerswerda, die machen das. Finden Sie die Stromfresser in Ihrem Haushalt? Leihen Sie sich kostenlos ein Verbrauchsmessgerät und prüfen Sie Ihre Elektrogeräte. Oder testen Sie kostenlos die unterschiedlichen Energiesparlampen in Ihrer Wohnung. Der VBH Lampenkoffer macht's möglich. Informieren Sie sich kostenfrei unter 08000 469 3x6 oder direkt bei Ihrem Berater im VBH Kundencenter Hoyerswerda, Bonhoeffer Straße. Versorgungsbetriebe Hoyerswerda. Die machen das, damit ihr Geld in der Region bleibt. Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ihr Pflegedienst und Fahrservice vergissmeinnicht. Fahrdienste aller Art, auch für Rollstuhlfahrer auf Wunsch mit Begleitung. Mittagsmenüs der Catering GmbH des Lausitzer Seenlandklinikums bringen wir zu Ihnen nach Hause. Und das alles in und um Hoyerswerda, Elsterheide und Kamenz. Sie erreichen uns rund um die Uhr unter Hoyerswerda 47 49 97. Großes Familieneinkaufswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag vom 12. bis 14. Oktober im Möbelzentrum Großräschen. Mit tollem Familienprogramm sowie fachgerechter Werksberatung durch Wohn- und Schlafexperten. Bei Möbel- und Küchenneubestellung bekommen Sie je 1.000 Euro Einkaufswert 300 Euro geschenkt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Entdecken Sie zahlreiche Ausstellungsschnäppchen bei unserem Räumungsverkauf in der Küchenabteilung. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96.